Der rasante Einwohnerzuwachs in der Wienerwaldgemeinde Eichgraben machte es notwendig, dass der Kindergarten nun neuerlich einen Zubau erhält. Dafür gab es jetzt eine Spatenstichfeier mit eifriger Mitarbeit der Kinder. Heute ein sehr freudiger Tag. Es gibt einen neuen Zubau demnächst. Richtig. Wir bekommen jetzt ein zweigruppiges Haus dazu. Wir haben jetzt 6 Gruppen mit einer professorischen 7. Gruppe im Turnsaal und wir platzen aus allen Nähten und die Gemeinde hat sich entschlossen, ein neues Haus zu bauen. Ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir viele Kinder haben und ich sage immer, das ist ein Kompliment für eine Gemeinde, wenn Eltern Kinder haben oder Eltern mit Kindern hierher kommen. Und wir haben jetzt nach 4,5 Jahren, nachdem wir den Zubau zum Kindergarten eröffnet haben, den letzten, müssen wir schon wieder bauen. Und wir tun das aber mit großer Freude und werden hier am Standort 8 Kindergartengruppen konzentrieren. Es geht darum, auch für alle Kinder in Eichgraben einen guten Platz im Kindergarten zu schaffen. Und weil sie die Kinder dabei ansprechen, was man da so schön sieht, ist die Unterschiedlichkeit der Kinder. Und das ist etwas Wunderschönes. Unsere Kinder sind Individualisten, wie wir das auch sind. Und in diesem unterschiedlichen Können, in den unterschiedlichen Talenten, in den unterschiedlichen Fähigkeiten unserer Kinder müssen wir Erziehung ansetzen. Jedes Kind das werden lassen, was in ihm drin steckt. Und dann haben wir auch viele zufriedene Erwachsene. Es kann nicht sein, dass wir Kindern Talente aufzwingen, wir sollen sie nicht vergleichen, sondern wir sollen sie so gern haben, wie sie sind. Das wäre eigentlich die wichtigste Botschaft. Das ist wirklich ein gut geführter Kindergarten, wo die Talente der Kinder wirklich gefördert werden. Und die Kinder konnten bis 10 zählen, auf Englisch und auf Deutsch. Und das haben wir gemacht, also 10 Botschaften in aller Kürze. Das war eine kompakte und wunderschöne Feier. So Kinder, welche Botschaft, wie viel haben wir jetzt schon gehabt? 5 oder 6? Das stimmen wir ab. Wer ist für 5? Das ist die Mehrheit, es waren 5. Die Botschaft 6 ist, wir bauen ein Haus. Wenn man die Kinder beobachtet, sie fühlen sich hier wohl. Ja, sie fühlen sich wohl, genauso wie unsere Pädagoginnen und Betreuerinnen der Kinder. Wir haben ein gutes Gemeindeteam, wir haben eine gute Zusammenarbeit mit der Schule, mit allen Vereinen, ob das jetzt Rettung, Feuerwehr, Polizei ist. Es geht uns einfach gut in Eichgraben.